Auf der Eifelschleife Himmel und Äd erwarten den Wanderer einige wunderschöne Fernblicke, kleine Voreifelorte und viel unberührte Natur, wie zum Beispiel die Naturschutzgebiete Bürwenicher Berg, Tötschberg oder das Schluchbachtal. Besonders schön sind die Wild- und Kräuterwiesen, an denen man entlang wandert. Das zwischen Eifel und Zülpicher Börde etwas mildere Klima lässt eine breite Palette an seltenen Pflanzen wachsen. Zwei Orte werden durchquert. Zum einen Berg mit der gleichnamigen Burg und der Pfarrkirche St. Peter. Und zum anderen Floisdorf mit der Hubertuskapelle und einem großen Café im Ort, der bei leckeren Kuchen zu einer Rast einlädt. Weitere Highlights der Wanderung sind der in den Fels gesprengte Felsenkeller der ehemaligen Brauerei Nagelschmidt und das neu angelegte Terrain für Sternengucker an der Hubertuskapelle mit vielen Infotafeln. Eifelschleife Himmel und Äd ist mit einer Länge von etwa 11 Kilometern und 240 Höhenmetern als eine mittelschwere Tour einzustufen, die wir wirklich sehr empfehlen können und die zu jeder Jahreszeit immer wieder neu interessant ist.